Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben den Antrag gelesen, er ist ja sehr ausführlich, Frau Schmitz, und Sie bitten um Überweisung, dem werden wir zustimmen. Ich gebe zu, dass die Diskussion, so wie sie eröffnet wurde, als der Frühentwurf sozusagen vorgelegt wurde im Bund, für viele Debatten gesorgt hat. Meiner Ansicht nach manche auch sehr überhitzte Debatte. Der Solf gerade richtig darauf hingewiesen. Und insofern sollten wir diese Form der Diskussion auch nicht fortführen, weil das Thema ist ja ernsthaft und wichtig. Und es ist auch richtig, dass sich Gedanken gemacht wird, im Rahmen der EU-Anpassung hier dafür zu sorgen, dass mehr Rechtssicherheit entsteht, dass Instrumente an die Hand gegeben werden, um Kulturgut wirksam zu schützen. Insofern ist das gut. Und das, was zunächst in Berlin verursacht wurde durch die Kulturstaatsministerin Grütters, war, fand ich jedenfalls, nur in Teilen erfreulich, sondern eher unerfreulich, weil es eben ganz viele Menschen ganz akut auf die Bäume gejagt hat. Und dann gab es ja im September diesen zweiten Entwurf, der schon eine gewisse Überarbeitung darstellte. Und dann war die Diskussion schon etwas sachlicher. Und alle, die ich dazu gesprochen habe, plädieren auch für sachliche Debatte dazu. Es hilft nicht, sich hier heiß zu reden. Der Punkt ist auch kompliziert. Das ist für die Öffentlichkeit nicht leicht nachvollziehbar, um was es wirklich geht. Aber ein zentraler Begriff wird immer wieder diskutiert, und das ist der vom national wertvollen Kulturgut, weil von dieser Frage ja abhinge, was denn dazu gehört und was nicht und was also entsprechend frei herumgehandelt werden könnte oder nicht. Ich will hierzu einen Vorschlag aufgreifen, der von unserer Grünen Bundestagsfraktion gemacht wurde. Das ist ein Bundesgesetz. Es wird also da federführend behandelt, nicht hier im Land. Und der geht dahin, dass man doch diese Frage, die zwar 1993 rechtlich geklärt wurde, man hat gesagt, man kann das im Grunde nicht festlegen, hat das Gericht damals gesagt, aber gleichwohl muss man ja überlegen, ob man nicht eine Art Handreichung diskutieren sollte, die dann betroffene Museen, Händlern, Sammlern und so weiter zur Verfügung gestellt wird, um in etwa eine gewisse Transparenz herzustellen dafür, was national wertvolles Kulturgut ist. Und ausgewiesene Expertinnen und Experten wüssten dann ein bisschen genauer damit anzufangen, wenn Sie so einen Kriterienkatalog hätten. Der Vorschlag lautet, gründet dazu doch einen runden Tisch, diskutiert es gemeinsam mit den Expertinnen und Experten, um auf die Art möglicherweise hier eine etwas genauere Definition in Anspruch nehmen zu können, als das derzeit der Fall ist. Also insofern ist das ein Vorschlag, den wir hier durchaus mit unterstützen können. Ansonsten ist es wichtig, dass der Raubhandel eingeschränkt wird. Es ist überhaupt keine Frage, dass das effektiv und nachhaltig bekämpft werden muss. Es gibt ja auch Fachleute, die das noch mal insgesamt sehr kritisiert haben. Ich habe mit Interesse den Artikel Scherbenhaufen gelesen im Spiegel vor einigen Tagen. Und insofern ist das also ein Punkt, der auf jeden Fall auch kritisch gesehen werden sollte. Wir werden das im Ausschuss noch diskutieren. Die Frage, die sich insgesamt stellt, ist, warum kommen Sie erst jetzt damit? Die Diskussion läuft ja nun schon weit über ein halbes Jahr. Und unsere Regierung hat sich ja am 18. Dezember, Frau Ministerin, Sie im Bundesrat, dazu auch klar positioniert. Insofern sind wir an der Stelle jedenfalls im Moment gar nicht in der Diskussion, sondern die Diskussion läuft auf der Ebene des Bundesrats, insbesondere im Bundestag, wo ja die Gesetzgebung derzeit beraten wird, wo auch noch mal eine Anhörung erfolgen wird und so weiter. Also die Dinge laufen auf ganz anderen Ebenen als hier im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Gleichwohl, der Antrag von Ihnen wird überwiesen und wir werden darüber weiter sprechen und daran beteiligen wir uns immer gerne. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kalmes.